Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Supreme Ruler Ultimate, Kalter Kriegsszenario als Österreich. Der Kalte Krieg ist gerade sehr heiß geworden, denn Bulgarien und somit die gesamte Sowjetunion hat uns den Krieg erklärt. Wir sind damit in einem totalen Krieg. Das bedeutet, es gibt nur den Sieg oder die Niederlage. Ich denke nicht, dass es etwas dazwischen geben wird. Wir sind vorbereitet. Die Damen und Herren in Bulgarien haben wohl gedacht, sie können jetzt da mit uns den nächsten Jausen-Snack verputzen, nachdem sie kurz davor den Iran angegriffen haben, nachdem sie davor die Türkei und Griechenland dank der Sowjethilfe überrannt haben. Der Iran ist noch am Kämpfen, ist nur noch eine Frage der Zeit in Anbetracht dieser Truppenmassen, die da jetzt quasi von Norden einfallen. Sie haben uns jetzt gerade in diesem Moment den Krieg erklärt. Was bedeutet das im Klartext? Es bedeutet, dass Bulgarien versuchen wird, uns zu erobern. Mit tatkräftiger Hilfe des gesamten Ostblocks. Wir haben insofern einen Vorteil, sie werden nur von einer Grenze angreifen. Es sei denn, bulgarische Einheiten rücken über eine andere Grenze vor. Wir haben alle Grenzübergänge mit Bunkeranlagen besetzt und befestigt. Das bedeutet, die Türstopper sind installiert entlang der nördlichen Donaugrenze. Wenn sie zum Beispiel jetzt über Ungarn oder Rumänien kommen, können wir sie so lange aufhalten, um entsprechend dann von der HKL, von der Hauptkampflinie, Truppen abzuziehen. Die Verteidigung ist teilweise noch lückenhaft hier an der ungarischen Grenze. Da ist übrigens eine bulgarische Messerschmitt 109 über unserem Staatsgebiet. Interessant. Ja, der hat gerade eine Artillerieeinheit angegriffen. Da haben wir noch eine bulgarische Luftwaffe, Messerschmitt 109. Naja, die kreisen da. Wir werden schauen, ob sie es vielleicht an der ungarischen Grenze probieren. Wir werden sicherheitshalber zumindest ein, zwei Einheiten da irgendwo im Wald eingraben. Dass wir hier diese bei Schopron, also südlich von Wien und östlich von Graz, müssen wir da ein bisschen was stehen haben. Nicht, dass sie da irgendwie eine Lücke finden und da durchstoßen. Aber ich denke einmal nicht. So, das jetzt einmal die gegnerische Luftwaffe, die da quasi kreist. Und den Kampf verwickelt mit unseren Infanterieeinheiten da, die im Übrigen gar... unsere Geschütze nehmen Schaden, das ist nicht gut. Naja, darauf haben wir jetzt nicht vorbereitet. Dass die dann eine Luftwaffe so weit nördlich operieren haben. Aber ja, ist klar, weil die können die Basen vom gesamten Warschauer Pakt nutzen. So, die ganzen Streitkräfte, die da in der Schweizer Grenze stationiert haben, für den Fall des Falles, dass die Schweiz mit Frankreich irgendwas anfängt. Oder eigentlich, genauer gesagt, umgekehrt, die Schweiz bestimmt nicht, aber Frankreich. Ja, die werde ich jetzt mal alle nach Osten verlagern, und zwar mit Eilmärschen. Aber wir werden schauen, dass wir uns mit Frankreich gut stellen, und jetzt können wir wirklich keinen Stress mit Frankreich brauchen. Wenn dann die NATO nämlich jetzt auch noch angreift, dann ist es mal, glaube ich, ziemlich sicher das Ende. Aber ich denke mal nicht. So, was mal wichtig ist, wir müssen die gesamte Grenze verteidigen. Über Albanien kommt, glaube ich, nichts. Im Fall des Falles haben wir in Kogate gerade zumindest eine Einheit eingegraben, das reicht einmal. Wir müssen noch diesen Gebirgszug da an der Grenze zu Albanien verteidigen. Wir werden einmal hier gleich einmal ein paar Einheiten verschanzen. Die Bunkeranlagen sind alle besetzt. Jetzt heißt es entsprechend, die Lücken zu schließen, da Scouts in die vordersten Stellungen zu bringen, dass wir auch entsprechend sehen, was sich da tut. Die werden wir entsprechend überall da mal verteilen und dann entsprechend die Artillerie in Stellung bringen, hier hinter der HKL. Da kommen schon die Warnungen, die Grenze wurde überschritten, es fallen feindliche Einheiten in unser Staatsgebiet ein. Das ist zu erwarten, wir werden hier gewaltig Gebiet verlieren, aber das ist alles eingeplant. Das ist unvermeidbar. So, wir verschanzen uns da. Das ist quasi wieder Haken. Wir machen einen kleinen Haken, wir quasi hier entsprechend, damit wir quasi diese Flanke da oben, diese Stadt absichern. Da muss übrigens auch eine Einheit rein, nicht, dass da jemand das besetzt. Und dann werden wir entsprechend schauen, die Stellungen entsprechend gut verteidigen. So, Versorgungsfahrzeuge nach vorne. Panzer nach vorne. Artillerie verteilen. Da haben wir eine Menge APCs, da müssen wir hier die Lücken schließen. Ja, ich sehe, sie rücken vor, Mit ein Grund, warum wir uns auch nicht an der Grenze verteidigt haben. Nicht nur darauf abgesehen, dass es jetzt natürlich wesentlich länger wäre zum Verteidigen, sondern wir haben mehr Zeit, um uns vorzubereiten. Wenn wir jetzt quasi direkt an der Grenze kämpfen müssten, wären wir ja quasi unmittelbar in Kämpfe verwickelt und müssten dann quasi gegen die Initiative kämpfen. Und so haben wir
Zeit, in Ruhe unsere Stellungen zu befestigen, weiter zu bemannen, denn jetzt muss ich natürlich alles, was nicht nied- und nagelfest ist, in Bewegung setzen, um die Ostgrenze zu verteidigen. Respektive die Belgrad, Kogategrad-Linien, wie ich sie nenne. Wir müssen mal schauen, wir haben natürlich auch in Südamerika Einheiten stehen. Und zwar nicht so knapp, da stehen ja auch einige Einheiten, aber die bleiben mal alle hier in der Reserve. Die werden jetzt mal nicht in die Kämpfe eingreifen. Die lassen wir mal natürlich in Südamerika stehen, falls hier unten irgendwas passiert, dass wir da auch was machen können. Wir bauen hier weitere Nachschubsdepots. Wir müssen natürlich jetzt die indische Front im Auge behalten. Ja, wir kämpfen jetzt wirklich an mehreren Fronten. Insgesamt jetzt an drei, um genau zu sein, wenn wir diese indische Front doppelt zählen, weil im Prinzip verteidigen wir da. Wir werden trotzdem unser Bhutan-Adventure machen, jetzt mehr denn je, weil die Truppen müssen sich hier versorgen können. Wir können ihnen keine Verstärkungen schicken, wir haben zwar noch einige Einheiten rübergeschickt, ich denke, die werden auch weiter rüberfahren lassen. Wo sind die überhaupt? Was machen eigentlich die Franzosen da? Spannend, ja, die werden vielleicht da... Die fahren nach Indien, das muss man mal schauen, vielleicht sind die auch verbündet mit Indien oder zumindest nicht, haben ein Durchmarschrecht oder was, ich weiß es nicht. Aber wichtig war mal zu wissen, wo unsere Einheiten sind. Himmel, Herrgott, nochmal. Oh, die werden irgendwo auf dem Indischen Ozean unterwegs sein, glaube ich. Ich sehe sie nicht. Wo seid ihr? Das sind lauter indische Flaggen. Wo sind unsere Einheiten? Ich wette, die sind genau irgendwo unter einem indischen Wappen gerade drunter. Sei es drum, wir können uns darum jetzt nicht kümmern. Wir müssen uns hierum kümmern, weil hier müssen wir entsprechend die Linie vorbereiten. Okay. Okay. Artillerie, du bist vorne. Das ist nicht gut. Du gehörst dann nach hinten. Panzer, du darfst nach vorne. Versorgungstruck, du hast hier vorne nichts verloren. Du kommst nach hinten und zwar, na, eigentlich daher auf das Feld. So, wir brauchen mehr Panzereinheiten im Süden. Erstens mal müssen wir diese Lücke hier stopfen. Das stärker bemannen. Dann haben wir hier Panzereinheiten. Wir müssen speziell die Endpunkte der Verteidigung besonders stark verteidigen. Da erwarte ich den Hauptangriff. Diese Verbindungsstraße wird mal ziemlich heftig angegriffen werden, denke ich. Und dann mal schauen, wo sie es probieren, an welchen Stellen. Die Grenzgarnison, also die automatischen, die haben die einen Dörfer und Städte haben auch automatisch Einheiten, die Stadt verteidigen. Die gehören also nicht zum Heer, das ist also die Miliz. Die sind mal auf sich alleine gestellt. Halt, was machst du? Was machst du da? Hat der Minister irgendwas gemacht? Nein, hast du nicht. Wieso? Verlegt sie jetzt. Habe ich euch falsch angewählt? Hier verschanzen. Stellung. Bunker. Stellung. Meine Güte. Dafür haben wir sie ja gebaut. Ja, da werden wir noch einen Panzer runter verlegen. Noch ein paar mehr APCs nach vorne. Und dann verteilen wir die Panzer entlang der ganzen Grenze und schauen mal, was passiert. Wo passiert was? Was passiert? Wann passiert's? Okay. So, ihr alle. Nein, ihr alle. Mal Pause. Verschanzen. Bin mir nicht sicher, ob man das rechte Maustaste drücken muss. Schauen wir mal, ob sie sich verschanzen. Das Problem ist, die Stellung wird hier erst gebaut. Wo haben wir die Pioniere? Wo haben wir die Pioniere? Da kommen sie. Nein, das ist ein Raketentruck. Pioniere. Da haben wir noch mehr Einheiten. Warum steht es hier in der Gegend rum? Hoppala, das war ein bisschen zu weit. Nein. Du solltest jetzt keinen Vorausschuss nach Bulgarien machen. Habe ich die noch in der Reserve wahrscheinlich drin. Ja, die hier. Haben wir die bei Graz irgendwo wahrscheinlich in der Kaserne? Wo haben wir die Pioniere? Die bräuchten wir jetzt dringend. Verflixt. Das ist natürlich jetzt schwer zu sagen. Wenn da 200 Einheiten im Feld stehen, vielleicht haben wir sie irgendwo im Feld. Artillerie. Nein, ich finde sie nicht. Mach mal an, Pause. Da kommt die bulgarische Luftwaffe, fliegt ein paar Angriffe. Okay, in dem Fall, wenn sie das weitermachen, dann werde ich dann den Flakpanzer da rüber verlegen. Dafür haben wir sie ja. Da kommt ein Batzen Artillerie. Sehr gut. Moment, du bist ein Pionier, oder? Da sind sie, da sind die Pioniere. Ja, okay, die haben wir jetzt komplett aus den Augen verloren. Ihr sofort
hier runter die Stellung bauen. Die ist noch nicht fertiggestellt. Die wird gerade gebaut, die Befestigung. Ich glaube, da oben bauen wir auch eine. Ja, die ist fast fertig. So, du verschanzt dich mal. Nein, nicht Reserve, du verschanzt dich mal in diesem Ort. Dann schicken wir da noch einen Panzer rauf. Da einen Panzer rein. Da einen APC rein. Den Flakpanzer werden wir sogar ein bisschen zurückstellen. Der sollte nicht ganz vorne stehen. Das ist ja eine Luftabwehr. Da steht übrigens auch eine Luftabwehr ganz vorne. Da haben wir ein bisschen wenig Einheit in der Stellung. Den Aufklärer möchte ich da auf der Kante haben. Nein, Moment, da haben wir einen Aufklärer an der Kante bereits. Moment. Du kommst nah, da haben wir auch einen drinnen. Ja, dann bleibt er stehen. Bleibt er stehen und tu nichts. Wir haben hier ein bisschen eine Lücke, ja. Mhm. Muss man auch besetzen und du fährst da runter. Ich glaube nicht, dass sie versuchen werden, den Pass da irgendwie zu umgehen. Da können sie nämlich ein bisschen sich versuchen, durch die Berge durchzumogeln. Da seht ihr bereits die erste Sowjeteinheit, wie ich es prophezeit habe. Okay. Okay. Ihr, falls ihr nicht verschanzt seid, verschanzt es euch. Ja, jetzt sind sie drinnen. Flakpanzer, zurück. Ihr alle hier. Jetzt wissen wir, warum wir die ganzen Bunker haben. Die ganzen Einheiten graben sich jetzt richtig ein. Ja, gehen da rein in Stellung. Da haben wir auch eine Artillerie vorne. Was machst du hier? Mann. Da haben wir nur einen Panzer stehen. Das ist ein bisschen wenig. Nein. Entschuldigung, mein Bad. Das habe ich jetzt geklickt. Du gehörst daher. Schützenpanzer nach vorne. Nicht ganz so weit. Da haben wir noch einen Panzer in der Lücke. Dann schickt man da noch welche her. Okay, also ihr seht schon, die Linie ist jetzt richtig dick bemannt. Wir werden sehen, was es wert ist. Da Einstellung. So. Ist jetzt auch nicht verschanzt, jetzt steht es nämlich heraus, ihr Deppen. Ihr habt eine Befestigungsanlage unter euch. Okay, machen wir es mit der Control, weil sonst erwische ich nicht. Nicht Reserve. Das ist nicht so leicht, wenn man so einen riesen Packen Einheiten hat, die da quasi alle in näherem Umkreis stehen. Ah, die Befestigung wird erst gebaut, deswegen verschanzen sie sich nicht. My bad. So, die Artillerie, wenn wir nach vorne schicken. Das ist nämlich eine Kurzstreckenartillerie. Mehr Panzereinheiten an die Front, mehr Panzer an die Front, das ist zu wenig. Okay, sie haben die ersten Grenzorte überwunden, sie rücken jetzt Richtung Nordwesten vor. Hauptstoß Richtung Belgrad, wie das ausschaut. Gut. Die sollen nur kommen, die werden ihr blaues Wunder erleben. Okay, schauen wir mal kurz, was sich in Indien tut, weil jetzt, wir können uns nicht um Indien kümmern. Okay, die Chinesen rücken hier zum Glück am Pass nicht vor, wir verteidigen trotzdem die Stellung. Puh, die Stellung ist auch okay, das heißt, wir können schnell schauen, wo wir unsere restlichen Einheiten haben. Wo sind die? Da sind sie. Jawohl, sie sind angekommen, 3 Stalinorgeln. Damit verstärken wir unsere Einheiten hier, bei Bongaigon. So, gut. Nordgrenze, alles ruhig. Ein Sowjetpanzer in Schopron, das möchte ich nicht sehen. Okay. Panik. Sofort 3 Einheiten da rauf in die ungarische Grenze. Zack. Ich habe gesagt, ich verteidige das, ich habe es dann vergessen. Ja, wir müssen diesen Abschnitt sichern, nicht, dass sie da auf Wien vorrücken. Es kann sein. Die Sowjets rücken nicht vor, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Okay. Also hier rücken sie vor, über die bulgarische Grenze, ja. Gut, Sowjeteinheiten rücken auf Pristina vor. Skopje. Wissen wir. Aber da kann ich sie nicht brauchen. Da ist ein Grenzübergang. Das ist alles verteidigt. Das ist Donau. Aber hier haben wir eine Schwachstelle. Wir werden eventuell da einen Militärkomplex herbauen. Das wollte ich schon länger machen, aber... Ihr wisst ja, was soll man nicht noch alles machen. Wir werden entsprechend hier was herbauen. Und eventuell da einen dichten Wald. Nein. Hierher.
Okay. Dann schließen wir quasi diese Lücke und dann haben wir hier noch eine kleine Lücke, aber das ist, ich glaube nicht, dass sie hier vorrücken würden. Wir versuchen natürlich schon, die Straßen zu nutzen. Okay, Leute, jetzt ist nur noch eine Frage von Stunden oder Tagen, besser gesagt, bis die vorrücken. Wir haben hier noch Artillerie, die müssen wir hier in Stellung bringen. Was haben wir hier noch? Panzerabwehrkanonen. Lassen wir mal stehen. Okay. Ihr verschanzt euch doch, ihr habt eine Festung oder nicht? Ja, na also. Da kommt eine tschechoslowakische Einheit. Ihr seid auch nicht alle verschanzt. Nutzt doch den Verteidigungsbonus. Wenn man das da schaut, wenn man den jetzt anselektiert, den Panzer. Moment, wo haben wir die Einheit? Da. Verschanzung, haben wir oben rechts einen Streifen. Haben wir da eine Festung? Was ist da drunter? Da ist nichts drunter. Das ist ein leeres Feld. Okay. Schwachstelle. Ja. Macht nichts. So, die Artillerie hätte ich gerne da unten an der Südflanke. Und dann werden wir das den Norden noch ein bisschen verstärken. Da kommt der erste Sowjetpanzer in Kontakt mit unserer Verteidigung. Wir haben Feindkontakt und er dreht gleich wieder um, wie ihr gesehen habt, denn unsere Artillerie hat ihm mal gleich erklärt, dass es hier österreichisches Staatsgebiet ist und dass er da nicht weiterkommt. So, wir haben hier oben ein paar Einheiten zur Reserve bei Richtung Schopron, da bringe ich die in Stellung. 4 Einheiten, das reicht für die Not, dass wir quasi hier den Gürtel schließen. Sehr gut, da haben wir weitere Einheiten produziert. Reserve. So, was bauen wir jetzt eigentlich? Wir bauen einen Panzer, noch einen Panzer. Artillerie, Panzer, Artillerie, Artillerie. Mhm. Klingt gut. Dann bauen wir Artillerie, 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 Artillerie. Versorgungstruck brauchen wir nicht. Noch mehr Artillerie, klingt gut. Mehr Artillerie, viel mehr Artillerie. Okay, sie haben im Prinzip das gesamte Gebiet östlich unseres Verteidigungsfalls de facto erobert. Das schwächt uns industriell oder wirtschaftlich ein wenig, ja, aber geht es auch ums nackte Überleben und nicht um Befindlichkeiten. TL1, IS6. Ja. Ihr Deppen, ihr müsst es davor, ihr steht immer noch in der Gegend rum. Das habe ich gar nicht gesehen, dass sie nicht endlich vorgerückt sind auf die Position. Die Chinesen haben den Pass erreicht, aber wir sind zum Glück in Stellung gegangen, das heißt, die kommen hier nicht weiter. Wir werden entsprechend dann schauen, wie die Beziehungen sind mit Bhutan, dass man quasi mit den Verstärkungen, mit den Raketeneinheiten dann quasi am Blitzschlag Bhutan erobern und quasi uns hier einen Stützpunkt aufbauen und dann können wir quasi Indien besser unterstützen. So, zurück zum europäischen Kriegsschauplatz. Wir sind de facto noch nicht im Krieg mit der Sowjetunion, also nicht missverstehen, sie greifen uns zwar an, aber wir sind nicht im Krieg, wir können mit ihnen weiter handeln, das werden wir auch machen. Verkaufen ihnen so Konsumgüter zu erteuerten Preisen und schwächen ihre Wirtschaft. Das ist die absolute Gegenstrategie. De Gaulle, Moami, wir sind doch jetzt quasi Bündnispartner de facto. Wir sind der vorderste Front gegen die Kommunisten. Jetzt wäre es doch mal wirklich an der Zeit, dass uns mal hilft. Und, ja, und der Onkel Konrad tut leider gar nichts. Wenn mit ihm ein Bündnis, dann müssten jetzt eigentlich die deutschen Panzer da Richtung Wien rollen zumindest einmal. Da bewegt sich aber nichts. Und ja, da ist eine bulgarische Einheit, aber das ist eine Luftfahrteinheit. Das ist die Messerschmitt 109, die uns da geärgert hat. Wir haben jetzt da Flakpanzer in Stellung. Das heißt, die werden wir abwehren. Die Tschechen, da haben wir auch ein paar Einheiten an der Grenze. Das ist okay, das ist ja ihr Staatsgebiet. Ich glaube nicht, dass sie angreifen. Und selbst wenn, da haben wir entsprechend hier einen Verteidigungsring. So. Wie schauen wir hier aus? Noch nicht viel Aktivität. Noch nicht. Sowjeteinheiten rücken Richtung Albanien vor. Das gefällt mir nicht. Flotte mobilisieren. Schicken wir mal einen Zerstörer raus und schauen uns die Situation mal an. Wir haben hier unten ein Patrouillenboot. Oh, das sinkt gerade. Ich glaube, das ist liegen geblieben, das hat keine Versorgung mehr. Bauen mal eine. Was kann man denn Flotte bauen? Das ist eine gute Frage. Wir müssen mal die Werften anwerfen. Erstens mal das. Die sind
Oh mein Gott, ich habe die ganzen Werften ständig laufen lassen, das ist nicht gut. Den Flugplatz habe ich auch aktiv, das brauchen wir ja nicht. Richtig, so geht das. Patrouillenboote, wir können keine U-Boote bauen, keine vernünftigen. Brauchen wir Transporter. Was, hast du Versorgung? Was machst du eigentlich? Urankosten, Jahrgang, Marine, Gewicht, Personal. Moment mal. Wir müssen mal schnell schauen, ob wir Versorgungsschiffe oder irgendwas bauen können. So, Tanker oder irgend sowas bräuchte man eigentlich. Großes ziviles Frachtschiff. Ja, sowas brauchen wir. Der Konrad, ich brauche mal dringend deine Technologie. Churchill, hast du was Besseres? Wave-Klasse. Transporter. Das ist ein Truppentransporter. Was kostet der? Ja, GPR 50 Mille. Okay, dann schauen wir mal beim Eisenhower. Die Amerikaner was Besseres haben. Oh, oh, oh. Was ist denn das Nettes? Ja, das klingt auch gut, GPR. Wir kaufen mal die Designs zusammen und vergleichen uns vor Ort nochmal auf die Schnelle. Das kostet jetzt nicht viel. Wir schauen mal aus in Südamerika. Was macht Kolumbien? Alles okay, alles Roger. Hola, ¿qué tal? Hombre. Oh, ihr wollt keine Konsumgüter. Was wollt ihr dann? Nur mal ein bisschen den Deal mit denen machen. Nicht, dass ich glaube, dass Kolumbien uns was tut, aber ja, passt schon. Wir müssen die Lage hier unten natürlich auch im Auge behalten. So, da haben wir eine Menge Einheiten. Wir können sie mal in die Reserve gehen. Also Menge Einheiten, ein paar Einheiten haben wir da unten stehen. Die sind jetzt alle mobil gemacht, aber die lassen wir natürlich in Südamerika für den Fall des Falles, dass da vielleicht doch theoretisch ein Angriff kommt von Bulgarien, halte ich für eher unwahrscheinlich, aber technisch möglich. Technisch möglich. Sie können Schiffe hinschicken. Wenn wir Afrika besetzen können, dann können die auch nach Südamerika. Okay. Da seht ihr mal, was da alles aufgefahren ist an der HKL. Wie viele Einheiten sind das? 99. 100. Genau 100 Einheiten. Da kommt die 101. Das ist de facto nur die Hälfte unseres Militärs, wenn ich das richtig sehe. Ja, ziemlich genau die Hälfte. Ja gut, wir haben ein paar Moment mal, die Flugzeuge. Können wir die nicht ein... Moment mal. Ja, jetzt richtig, richtig, richtig. Okay, jetzt denken wir mal logisch nach. Wir müssen das vorbereiten. Leute, wir brauchen einen Flughafen. Und zwar nahe der Hauptkampflinie. Wie hast du dir das vorgestellt? Belgrad. Was haltet ihr von einem Flughafen in Belgrad? Wo ist das nächste Flugfeld? Hier. Sarajevo. Na, wir machen in Belgrad einen Flughafen her. Und zwar bauen wir da Flugplatz. Oder noch weiter vorne, hier. Ja, warum nicht in Kragujevac? Das ist auch besser versorgt. Machen wir in Kragujevac einen Flughafen her. Da können wir quasi Lufteinheiten hier stationieren. Wir haben nicht viel Flugzeuge, aber ein paar. Und wenn die Technologie, wenn wir endlich diese Luftfahrtproduktion 43 kriegen, dann kriegen wir endlich mal halbwegs vernünftige Messerschmitt. Dann kann ich wenigstens ein bisschen Luftunterstützung bauen. Weil derweil sind wir technologisch da noch so weit hinten. Und oh nein! Nein, das ist aber nicht dein Ernst. Die schicken einen Kreuzer. Ja. Okay, Leute, ich glaube, wir müssen Spoleto bemannen. Haben wir noch Reserveeinheiten? Oh, schicken wir da einen Schützenpanzer schon nach Spoleto, dass der dann da, zumindest dann in der Stadt steht. Nicht, dass sie einfach reinmarschieren können. Ich glaube nicht, aber man weiß es nicht. So, was ist mit dem Schiff? Das ist beschädigt von Kämpfen. Das ist ein Patrouillenboot, was wir geerbt haben von Venezuela. Das ist eine polnische Einheit. Der Bunker ist fertig. Sehr gut. Okay, wo bauen wir noch einen Bunker? Wo war da noch ein Bunker? Da oben im Norden. Der ist fast fertig. Okay, super. Super, 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 super. So, die Pioniereinheiten, ihr wisst genau, was ihr jetzt zu tun habt. Ihr müsst den Flughafen bauen, und zwar im Eiltempo. Nein, das ist... ja, oh ja, nein. Da oben, da. Na, richtig, da. Das ist so zugepackt mit Einheiten. Ich weiß nicht, wo das war.
Okay, darauf müsst ihr. So. Gut, Leute, das ist jetzt die Ruhe vor dem Sturm. Es ist noch eine Frage der Zeit, bis die entsprechend sich bemerkbar machen. Sie haben im Prinzip alles östlich unseres Verteidigungswalls besetzt, mit Ausnahme dieser drei Dörfer hier. Aber es ist auch so, dass sie quasi im Iran-Krieg führen. Schaut mal, was da wurdelt. Die ganzen Sowjeteinheiten, die kommen dann alle zu uns. Richtig gehört. Gut, dann machen wir mal eine Aufklärungsmission. Und zwar schicken wir einen Spion. Na, wir machen das mit militärischer Aufklärung natürlich. Da haben wir eine Artillerie, die kann man auch nochmal irgendwo hinschicken. Haben wir einen Scout? Haben wir irgendwo einen Scout hingestellt, in die Reserve geschickt? Huiuiuiui, da haben wir viel Artillerie stehen. Huiuiuiuiui, ja, kommt's einmal. Die kriegen da ordentlich die Watsche. Da haben wir noch einen Pionier, du gehörst da rauf. Ah. Ihr verschanzt euch da mal. Schwuppdiwupp. Bitte greift's an, tut's mir einen Gefallen. Dann werden wir einen Scout schicken. Ah, einen. Ah, na, da kommt eine Sowjeteinheit. Eine. Aber wir machen mal eine. Wir machen das nicht militärisch, wir machen das mit einem Spion. Der Spion, wenn es ihn erwischt, ist es mir egal. Wir wollen keine einzige Einheit riskieren. Wir wissen nicht, was kommt, wo die stehen. Moment, wie geht das noch einmal? Da geht das. So. Moment, da wurde gerade wieder irgendwo ein Krieg erklärt. Sowjetunion hat Finnland den Krieg erklärt. Winterkrieg Teil 2. Oder in dem Fall April, dann Sommerkrieg Teil 2. Das heißt, goodbye Finnland. Goodbye. So. Okay, hier hat sich anscheinend an der militärischen Lage nichts verändert. Die Chinesen probieren es. Hier ist auch alles ruhig soweit. Also ruhig, in dem Sinne, dass sie nicht weiterkommen. Das ist eine ruhige Lage an der Front. Die Inneren versuchen es wieder mit einem Panzer. Mit einem IS-6 wenigstens, mit Artillerieunterstützung von uns, aber na gut. Warte mal, da sind keine feindlichen Einheiten. Da ist nichts. Vorrücken. Aufklären. Möchte wissen, was da los ist. Wo sind die? Rückt einmal vor. Und dann Nachschub hinterher, dass doch ja nicht liegen bleiben. Was ist hier los? Wo sind die Einheiten? Die haben es besetzt und dann sind sie wieder abgezogen anscheinend. Das darf ja nicht wahr sein. Da kommt jetzt eine bulgarische Einheit. Ja, da kommt die Luftwaffe. Okay. Zwei bulgarische Einheiten, ist das alles? Aufklärung, ich brauche mehr Aufklärung. Spione. Sofia, go. Ich habe mich gerade eine ziemlich dumme Idee. Was ist, wenn die so viele Truppen da Richtung Osten geschickt haben, dass die im Westen jetzt praktisch nichts stehen haben? Wir könnten quasi Bulgarien komplett überrennen, bis zum Bosporus. Das ist jetzt die Frage. Wir werden schauen, dass wir da Aufklärung einmal ins ganze Land schicken und schauen, was da an Einheiten rumsteht. Bin ich mal gespannt. Da werden wir bombardiert. Macht nichts. Hey, lass mal einen LKW in Ruhe, du. Albaner. Ah ja, da kommt bulgarische Artillerie. Aber nur Artillerie. Ha! Was haben wir da? Flak. Tatsache. Leute, ich habe eine richtig dumme Idee. Ich habe eine richtig dumme Idee. Wenn ich das jetzt richtig einschätze, haben die alles oder de facto alles Richtung Osten geschickt, Richtung Iran. Und haben hier praktisch nichts im Feld stehen. Die rücken jetzt gerade mit der Artillerie vor. Das heißt, wir können auf jeden Fall was wir machen können. Da Verstärkung schicken.
und diese Artillerieeinheiten da unten niederkämpfen. Und denen mal Verluste zufügen, ohne dass wir was riskieren. Ja. Okay. Leute, wir werden etwas ziemlich Dummes tun. Wir werden tatsächlich in die Offensive gehen. Das hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt der Fall ist. Aber wie das ausschaut, haben die tatsächlich ein bisschen zu hoch gepokert. Die Sowjetarmee ist im Iran eingesetzt. Die haben da doch ganz schön Probleme, weil die Versorgungslage ein Problem ist. Genauso wie die Chinesen eine Versorgungsproblem in Indien haben. Wir werden mit allem, was wir haben, einfach mal angreifen mit den 100 Einheiten und versuchen, Sofia einzunehmen. Weil im Prinzip könnten wir die Front sehr weit nach Osten verschieben. Da ist die Donau. Ich muss mir mal genau anschauen, aber da ist die Donau. Es ist hier ein Grenzübergang. Es ist hier ein Grenzübergang. Es ist hier eine Front. Das heißt, wenn es uns gelänge, Bulgarien, also das richtige Bulgarien einzunehmen, wäre das ein geostrategischer Traum. Denn das sind keine Brücken über die Donau. Es gibt hier genau 1, 2 Brücken und diese kurze Front, die wir zu verteidigen hätten. Und dann quasi den Bosporus. Das ist ja genial. Wenn wir das schaffen, würde sich, ja, das Blatt in diesem Krieg dramatisch wenden, weil wir entsprechend unsere Lage verbessern. Gut, Leute, ich werde das mal in Ruhe durchdenken und planen, weil das ist eine ziemlich gewagte Aktion. Wenn wir das schaffen, haben wir eine reale Chance, Bulgarien komplett, reale Bulgarien samt Griechenland einzunehmen und uns quasi dann an 4 Punkten quasi hier, hier, hier und hier zu verteidigen. Und der Bosporus, die 2 Donauübergänge und da die Grenze zu Rumänien ist eigentlich ein Witz zum Verteidigen mit unserer zahlenmäßigen, mit diesen Einheiten, die wir haben. Und sofern sie sonst irgendwo kommen, glaube ich, wäre das eine geniale Sache. Denn sie haben im Moment, wir haben jetzt einiges an Aufklärung vorgeschickt, sie haben nur ein paar Artilleriestücke und ein paar Flak-Einheiten und ein paar Scouts. Ein paar Garnisonen irgendwo rumstehen, aber das ist nichts, was nur auch nur annähernd unseren Ansturm standhalten könnte. Wir könnten spielend Sofia überrennen, wir könnten spielend bis Thessaloniki vorstoßen. Ist die Frage, ob dann nicht die Sowjets reagieren, aber das werden wir in der nächsten Episode, glaube ich, rausfinden. Ich werde das alles mal in Ruhe planen, durchdenken und schauen, wie wir das am besten realisieren. Ich hoffe, Leute, hat euch gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst mir noch ein Like und subscribe den Channel, wenn ihr bei dieser Let's Play, mit anderen Let's Plays auf den Laufen weiter bleiben wollt. Wir werden morgen fortsetzen mit dem Krieg gegen Bulgarien. Hoffe, ihr seid dabei. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.